News und Talks für Gebildete. Wer die Welt verbessern will, muss studieren. Und dazu sind die meisten Menschen nicht mehr bereit, sich anzustrengen, was zu lernen und wirklich sich mit Wahrheit und mit wirklicher Naturwissenschaft zu beschäftigen. Also das heißt, hier auf der Seite der zweiten Scientists for Future 2 kriegt man die Anleitung, was man verstehen muss. Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Hawking, Mendel, Wallace, Darwin und dann hier die Hawks, Wrangham, Schrenk, De Waal, Dawkins, Sommer, Voland, Vogel, Konrad Lorenz, Eibelsfeld und so weiter. Und so geht es immer weiter. Das ist das, wo ihr Wahrheiten findet. Ihr könnt die Welt nicht verbessern, wenn euer ganzes Konzept aus Unwahrheit besteht. Ja? Hier überall Wahrheit, hier findet ihr die 80 zurzeit aufgelisteten besten Denker der Erde sozusagen, darunter dann auch die aktiven Mitglieder der zweiten Scientists for Future 2. Aber hier findet ihr alles auf der Homepage der zweiten Scientists for Future 2, alles über sozusagen, wie man die Welt naturwissenschaftlich fundiert verbessert und wie man das Problem löst. Bitte schreibt in eure Kommentare rein, wenn ihr dann also das Material, also das Schöne ist ja, dass ihr alles rund um die Homepage der zweiten Scientists for Future 2 haben wir alles, was wir an Naturwissenschaften brauchen, um die Welt, die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus und die ganze Fehlentwicklung der Menschheit zu verstehen und sie zu korrigieren. Ja, und wenn man das nicht studiert, weiß man nichts von der Welt und dann kommt es zu Verwirrungen allenthalben. Ja? Bitte in die Kommentare reinschreiben, wenn Sie das Ganze studiert haben und irgendwas trotzdem nicht verstehen, dann gerne reinschreiben, ja? Was noch fehlt. Ja? So, dann beginnen wir mit dem ZDF, mit ZDF heute von gestern Abend. Beginnen wir da mal mit den verwirrten Geistern sozusagen. Es ging um den Mietendeckel und das Thema Enteignung auch, oder zumindest war das auch noch ein Thema, was gestern anstand, Mietendeckel und Enteignung. Ja, das ist eben der Punkt. Die Frage ist halt am Ende, bin ich mit dem Mietendeckel und der Enteignung und staatlichem sozialen Wohnungsbau und so weiter oder was auch immer ich da mache, bin ich da schneller? Oder bin ich schneller, wenn ich das, ja, wo ist es, das Wohlfühlen der Bürger, das Wohlfühlen der Mieter, das Wohlfühlen der Menschen sozusagen zum Ziel aller Immobilienfirmen mache. Also das heißt, wenn ich als Immobilienfirma von einer idealen, gesunden, planwirtschaftlichen Steuerung sozusagen getroffen werde, die überhaupt nichts mit diesen verrückten pseudokommunistischen, pseudodemokratisch-sozialistischen Planwirtschaftsexperimenten der Vergangenheit zu tun hat, sondern ein völlig neues planwirtschaftliches Denken sozusagen, ein fundiertes, dass wir da sozusagen, wenn mein Vermieter mehr Geld verdient, wenn meine Wohlfühlnote besser wird, und meine Gesundheit besser wird, dann wird mein Vermieter in Zukunft, wenn er neu bauen lässt zum Beispiel, nur noch ökologischen Wohnungsbau betreiben, gesundheitsorientierten Wohnungsbau. Er wird sich sogar fragen, wie sich die Menschen seelisch fühlen werden im Rahmen der Wohnstruktur, ob diese Wohnstruktur zum Beispiel auch für ein sozialeres Zusammenleben gut geeignet ist und so weiter. Ja, also das heißt, es werden völlig neue Überlegungen kommen, wenn es darum geht, wenn meine Wohlfühlnote als Mieter und meine Gesundheitsdaten über die Gewinne auch jedes Menschen, der in Deutschland mit Wohnungen zu tun hat oder in Europa mit Wohnungen zu tun hat,
das ist der bessere Weg, weil wir dann sozusagen alles wohnungswirtschaftliche Handel lenken in Richtung Wohlfühlnotenverbesserung und Gesundheitskostendatenverbesserung. Das heißt also, das ist kein Problem, dann Wege zu finden, die also, was weiß ich, die das Wohlfühlen von Mietern auch noch messen, nachdem sie zum Beispiel aus einer Wohnung geekelt wurden oder vertrieben wurden. Ja? Und dann, wenn diese Werte erfasst werden sozusagen, dann hat so ein Vermieter so schlechte Werte, dass er eben nichts mehr verdient. Und davor wird er sich hüten. Also wird er alles tun, um das Wohlfühlen der Menschen in seiner Stadt oder in seinem Bezirk, in seinem Land, Bundesland oder was, in der Region sozusagen zu verbessern. Ne? Und das ist, scheint mir im Moment erstmal der bessere Weg. So, bei der ZDF heute ging es um das Kohlegezackere. Also Kohleausstieg und so weiter. Und auch da ist es wieder so, dass das Wohlbefinden der Menschen, die Wohlfühlnote sozusagen und die Gesundheit der Menschen null Rolle spielt. Es geht da irgendwie um irgendwelche Erwägungen, Jobs oder alles Mögliche wird bewogen. Aber es geht nie um uns Menschen. Und das ist ja der Baufehler der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus, dass also die soziale Marktwirtschaft, die in Wirklichkeit ja Liberalismus ist und sozusagen gnadenloser Raubtierkapitalismus. Und es geht nie um die Menschen und wie die sich fühlen und wie gesund die sich entwickeln, sondern es geht immer um was anderes. Und das ist der Baufehler. Und deswegen ist das alles sinnloses Rumgezackere mit dem Kohleausstieg, ja oder nein und wann und wie und wo. Die Scientists for Future 2, die zweiten Scientists for Future 2 haben ja gesagt, sie könnten den Kohlestopp 2026 schaffen. So, und dann ging es bei ZDF heute noch um die Klimaklage der jungen Leute und der Fridays for Future und so weiter. Und das Entscheidende ist, die können diese Klimaklage machen, aber das ganze System bleibt, das ganze System, das sich gegen die Menschen wendet, das keine Rücksicht auf das Wohlfühlen und die Gesundheit und das Leben der Menschen nimmt, sondern über Leichen geht, das bleibt. Und deswegen ist das alles Quatsch. Ja, jetzt fangen wir nochmal an, weil jetzt geht es ja dann gleich um die verwirrten Geister Ulrike Herrmann von der Taz und so weiter. Ja, also hier nochmal klar zu machen, der Siegeszug der Primaten. Wir Menschen haben uns evoluiert. Vor 65 Millionen Jahren waren unsere Großeltern, unsere Urgroßmutter, unser Urgroßvater waren irgendwie Lebewesen, die einer heutigen Spitzmaus ähnlich sind, aber wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht noch einfacher konstruiert waren, vielleicht auch noch weniger leistungsfähige Gehirne hatten und so weiter. Also alles hat sich natürlich in den 65 Millionen Jahren noch optimiert, also noch verbessert und so weiter. Und hier dann Lebewesen, die immer stärker geeignet sind, auf Bäume zu gehen und so weiter. Und was ist da, was ist das naturwissenschaftliche Grundfakt aller sozusagen, was hier die ganzen Schimpansen, Bonobos und Gorilla und so weiter, ja, was ist der Grundfakt sozusagen, der überall von den ganzen Pseudowissenschaftlern, von all den Kreationisten, pseudowissenschaftlichen Kreationisten überall, was wird da verleugnet, ne? Verleugnet wird immer die Tatsache, dass immer zu jeder Zeit, also zu jeder Zeit hier, ja, unter all diesen Mausartigen und dann hier unter diesen Affenartigen und so weiter, unseren Urgroßeltern, innerhalb unserer Urgroßeltern, ging es immer sozusagen darum, dass immer die Dinge variierten und dann die Selektion angriff. Das heißt, die Mausartigen waren nicht so toll geeignet, auf dem Baum zu leben, sozusagen, waren nicht dafür optimal angepasst.
Aber wurden die Schwänze zu Greifschwänzen und so weiter. Immer kam es zu Mutationen, Variationen im genetischen Material, also das Genom als Variationsgenerator und das Gehirn als Variations- und Unterschiedlichkeitsgenerator. Und dann setzt die Selektion an. Welche können mehr Enkelkinder hinterlassen und welche hinterlassen am wenigsten Enkelkinder? Und so bewegt sich dann die Wanderdüne immer weiter. Und die bewegte sich also davon, dass unsere Ur-Ur-Urgroßmutter eine spitzmausartiges Geschöpf war, Lebewesen war. Und der Evolutionsprozess ging immer mehr Richtung, bis am Ende dann sozusagen schimpansenartige, ähnliche, Bonobo-ähnliche, Gorilla-ähnliche und dann ganz zum Schluss menschenähnliche entstanden. Ja? Und überall geht es um Unterschiedlichkeit. Also das ist wie so ein Wind, der an der Wanderdüne ansetzt, sozusagen, der Wind der Selektion und der dazu führt, dass Lebewesen sich verändern und manche sehr erfolgreich sind. Und Menschen sind nun mal im Moment Lebewesen, die sehr viele Enkelkinder hinterlassen und andere weniger, weil Menschen mit ihrem Körperbau und allem und mit ihrem Gehirn zusammen einfach größere Machtmöglichkeiten haben als zum Beispiel hier Rhesusaffen oder andere ähnliche Weißbüschelaffenartige oder was auch immer ähnliche Lebewesen. Ne? So. Und jetzt geht es also darum, um Ulrike Hermann. Thilo Jung von Jung und Naiv hat also die Ulrike Hermann von der Taz, also von der legendären, ja, ökologischen Zeitung Taz berichtet. Und da zeigt sich schon mal der Wahnsinn, warum verwirrte Geister, ja, da zeigt sich schon mal der Wahnsinn. Anstatt dass Frau Hermann von der Taz rumsucht und irgendwelche Hinweise dafür gibt, dass es irgendwelche klugen Geister geben möge, also quasi vom Genom erzeugten Variationsbreite und vom Gehirn erzeugten Variationsbreite irgendwelche neuen Informationen gibt, neue Modelle wie die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre der zweiten Scientist for Future 2, bewegt sie sich sozusagen, missversteht sie sich als die Person, die mittlerweile interviewt werden kann. Also Thilo Jung als Journalist interviewt eine andere Journalistin, als wäre sie eine Person, die irgendeine Kompetenz hätte, wirklich etwas bahnbrechend Neues zu sagen. Und am Ende kommt dann sowas raus, wie dass sie dann wie heißt sie, die plurale Ökonomik erwähnt, die also sozusagen eigentlich, die nichts mit einer Wissenschaft zu tun hat, sondern nur ein bisschen Ideologie ist und völlig realitätsfern anmutet und so weiter. Professor Hans-Werner Sinn hat sich ja dann auch entsprechend geäußert, dass das natürlich hanebüchener Quatsch ist, ne? Aber so ist das mit den Menschen, dass mittlerweile Journalisten interviewt werden, anstatt dass diese Journalisten, die interviewt werden, kompetente Leute interviewen, die was zu sagen haben, interviewt der Journalist Thilo Jung eine Journalistin, anstatt sich mit den Leuten zu beschäftigen, anstatt dass beide diejenigen interviewen, die was zu sagen haben. So verrückt ist unsere Welt, verwirrte Geister von Anfang an. Ja, Ulrike Hermann sagt also und behauptet, Märkte bzw. Bazare gab es schon immer. Und damit verrät sie sich schon endgültig und sofort als Kreationistin. Denn es gab nichts schon immer.
wenn wir in der Evolution zurückgehen und unsere Urgroßmutter anschauen, vor 4 Milliarden, 3 bis 4 Milliarden Jahren, haben wir so ein bisschen einen Faden von DNS-ähnlicher Substanz sozusagen. Und da gibt es keinen Markt und keinen Basar und nichts. Also nichts war schon immer. Das heißt, sie verrät damit ihre kreationistische, anti-evolutionsbiologische Denkweise und damit ist sie von vornherein schon als inkompetent offenbart sie sich schon von vornherein als pseudowissenschaftliche, kreationistische Denkerin. Die so ein bisschen was Interessantes aus der Geschichte, weil sie das ja auch studiert hat, beitragen kann, was wir allerdings auch nicht bräuchten, weil das ist klar, sie sagt zu Recht, natürlich war das Ganze mit Ludwig Erhard ein Betrug, das war nie eine soziale Marktwirtschaft, die hat es nie gegeben, es war immer Erhard, sie weist auf, dass Erhard also natürlich ein Liberalist war sozusagen eigentlich und das ist auch das Wirtschaftswunder in der Form ja gar nicht gab, sondern es gab natürlich nur eine europaweite Erholung nach dem Krieg, dass die Wirtschaft wieder Fahrt aufnahm, ja. Und sie sagt zu Recht, ja, die klassischen Volkswirte, die ja auch irgendwo pseudowissenschaftliche Kreationisten sind, haben wir ja Professor Hans-Werner Sinn, haben wir natürlich entsprechend ja auch schon, und Krall und Otter haben wir ja alle genügend kritisiert, ja, dass die keine Lösung bringen. Ja, weil das können sie nicht. Als pseudowissenschaftliche Kreationisten können die keine Lösung bringen, sondern erst die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre kann eine Lösung bringen. Letztendlich ist es so eine Sendung jetzt von Jung und Naiv, es ist einfach dann eine Propaganda der Inkompetenten. Überall verwirren die Inkompetenten die anderen Verwirrten und nirgends, weil man eben irgendwo den Gedanken hat, es gibt ja gar keine Unterschiede, es gibt ja gar nicht den Unterschied, gibt ja gar nicht die kleineren Gehirne mit dem, sozusagen mit 1 Liter Gehirnvolumen und die anderen mit dem 2 Liter Gehirnvolumen und da gibt es keine Unterschiede und alle wissen ja alles und so weiter und sowieso. Diese naive Sichtweise der Welt, ja, hier das Gehirnvolumen hier, sozusagen hier war winzig bei unseren Urgroßeltern damals vor 65 Millionen Jahren und dann ganz allmählich stieg das Gehirnvolumen an und das Gehirnvolumen wäre nie angestiegen im Vergleich zum Körpergewicht und Körpermasse, wenn nicht die Leistungsfähigkeit des Gehirns zugenommen hätte. Also es ist naturwissenschaftlich 120% bewiesen, dass es dümmere und klügere Menschen gibt, aber dieses ganze pseudowissenschaftliche, kreationistische, verwirrte Geisterspiel verwirrt uns alle immer mehr und versucht immer mehr Blödsinn reinzubringen, weil Menschen keine Wissenschaft mehr verstehen. Ja? So, weiter geht's mit Frau Herrmann spricht von dem Übergangsproblem zur ökologischen Kreislaufwirtschaft, dass sie dann sagt, ja, da besteht dann die Gefahr, dass der Kapitalismus in eine Krise kommt und das und so weiter. Das ist alles längst erledigt, weil eben ja dadurch, dass die zweiten Scientists for Future 2 genau wissen, die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist ein ungeheuer verschwenderisches System. Wir lassen es zu, weil wir unsere Wirtschaft nicht richtig lenken, lassen wir es zu, dass unsere Lebensmittelindustrie uns alle chronisch krank macht und dass dann eine milliardenschwere Medizinindustrie uns dann gewinnbringend betreut mit dieser Krankheit. Das sind volkswirtschaftliche Totalverluste, die völliger Blödsinn sind. Und wenn man eben sozusagen die Wohlfühlnoten und die Gesundheitsdaten zur Gewinnermittlung aller beteiligten Wirtschaftstreibenden heranzieht, dann ändert sich das Ganze und wir machen bis zu 500 Milliarden pro Jahr plus
vielleicht sogar mehr, wer weiß es, also eine halbe Billion plus. Und aus der heraus können wir die gesamte Wirtschaft umstellen, ohne dass jemand geschädigt wird. Also das heißt, wir haben einige Jahre Vorsprung, in denen die Reformen erstmal nur in Deutschland angewandt werden, sozusagen. Und in der Zeit wird Deutschland einen so riesigen wirtschaftlichen Sprung machen, weg von allen anderen Staaten volkswirtschaftlich, dass wir das Geld verwenden können, unsere gesamte Gesellschaft umzustellen. Und die wird dann von selbst und automatisch ökologisch, denn warum wird sie automatisch ökologisch, wenn meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitsdaten und meine Langlebigkeit über gesunde Langlebigkeit, über gesunde, glückliche Langlebigkeit, letztendlich über jeden Verdienst jedes anderen Menschen in meinem Umfeld entscheidet, dann werden alle alles dafür tun, mir eine saubere, gesunde Luft, Boden, Nahrungsmittel, alles naturbelassen, alles wird sich von selbst auf ökologisch umstellen. Und damit ist das Problem gelöst. Und mit den 500 Milliarden pro Jahr können wir uns alles leisten. Klimaschutz, Vorreiterrolle. Wir können uns leisten, alle mitzunehmen, alle Aktionäre zu entschädigen beim Umbau ihrer Konzerne und so weiter. Wir können alles uns leisten. Ja? Und das ist also, von daher ist das Problem längst gelöst. Also Frau Herrmann sagt, das ist auch gut, dass sie das sagt. Ja, wir brauchen so eine Art Planwirtschaft, aber eine richtig gute und nicht irgendeine pseudokommunistisch, pseudosozialistische Planwirtschaft. All diese gescheiterten Planwirtschaften brauchen wir nicht, sondern wir brauchen eine naturwissenschaftlich fundierte Planwirtschaft. Da hat sie recht, ja, und sie macht als Beispiel, führt sie Englands Kriegsplanwirtschaft an, wo also dann quasi die ganze Produktion staatlich gelenkt auf Waffenproduktion umgestellt werden musste, weil Hitler plötzlich doch angriffslustig wurde, ja, und überraschenderweise für die Engländer. Und sie sagt auch ganz richtig, wir werden aus dem Kapitalismus aussteigen müssen, da hat sie auch wieder recht, aber der tiefere Grund, den hat sie nie verstanden, sondern der tiefere Grund liegt ja schon da, wo wir das eben immer klar machen, dass, also nochmal ganz kurz, der tiefste Grund ist, also wir müssen in der Evolution immer an die Ursache zurückgehen, also wie gesagt, Märkte und Basare gab es nicht immer schon, sondern irgendwann nach dem Zeitpunkt von vor 400.000 Jahren, als ungefähr zu diesem Zeitpunkt der Tausch erfunden wurde, muss irgendwann der erste Tauschhändler entstanden sein und aus dem ersten Tauschhändler sind dann später die ersten Tauschhandelsmärkte entstanden, ja, aber sozusagen nichts gab es schon immer und der Tauschhändler, egal ob er dann später auf einem Markt tätig war oder ob er die Gruppen einzeln besucht, stand immer in dem evolutionsbiologischen Problem, dass hier zum Beispiel ein Tauschhändler, der Wahrheitsmeme trägt, also der zum Beispiel sagt, ja, also Körperkontakt, oder bleiben wir beim Krieg heute mal wieder, ein Händler, der erzählt, oh ja, eine Gruppe hat die andere besucht und das war liebevoll und man hat geschmust miteinander gemeinsam und Party gefeiert und Sex gehabt miteinander und so weiter und alle waren glücklich miteinander. Ja, wer solche Geschichten erzählt, der löst in den Zuhörern keine Ängste aus und sie kaufen zum Beispiel zu sehr wenig Steinäxte, haben ja keinen Grund, Steinäxte in großer Menge zu kaufen und er wird kleine Geschäfte machen, wird immer nur ein Kind ernähren können und stirbt vielleicht sogar irgendwann aus, weil es nämlich die Konkurrenz eines anderen Tauschhändlers gibt, der irgendwann, weil das Gehirn ja ein Variationsgenerator ist, irgendwann ein Irrtumsmeme entwickelt. Er missversteht nämlich diese Geschichte von dem Besuch der einen Gruppe an die andere und er hört irgendwie, weil die Sprache fremd ist, eine Fremdsprache ist und so weiter und versteht das falsch.
falsch und hört quasi wie bei der Stillen Post, er hört, ja, eine Gruppe hat die andere überfallen und totgeschlagen und das auch noch nachts, ja. Und jetzt wird natürlich bei diesen Zuhörern, ja, hier werden natürlich Ängste ausgelöst und diese Leute kaufen besonders viel Steinäxte, weil sie sich jetzt Schutz bewaffnen wollen und vielleicht an einen Präventivkrieg denken, ihren Nachbarn zu überfallen und totzuschlagen, weil die können dann sie selber nicht mehr überfallen und totschlagen. Ja? Und dieser Händler macht riesigen Umsatz, kann also sofort in der nächsten Generation schon 2 Kinder durchfüttern und durchernähren mit diesem Tauschhandelsumsatz im Vergleich zu dem, der bei den Wahrheitsmemen blieb, der dann eben auskonkurriert wird. Und dann kann zum Beispiel dieses Kind in der nächsten Generation wieder 3 Kinder, 3 Steinäxte vertauschende Kinder ernähren und aus daraus resultieren wieder viele Kinder und dann entsteht irgendwann am Ende sind wir bei der kapitalistischen Waffengroßindustrie, ja? Die alle auf dem Irrtumsmeme basieren, dass auf der erfundenen Geschichte, dass Menschen von Natur aus plötzlich auf die Idee kämen, andere Gruppen totzuschlagen, anstatt mit denen zu kooperieren, wie es sogar schon die Bonobos ansatzweise machen. Ja? Also da sieht man, da muss man hin, wenn man überhaupt Kapitalismus und soziale Marktwirtschaft verstehen will. Und ob das nun im Rahmen, diese Irrtumsmeme sich im Rahmen eines Marktplatzes oder eines Basars evoluieren oder ob das Einzelhändler sind, die Gruppen besuchen, das spielt alles keine Rolle. Ja? Das ist alles irrelevant. Nur eben nichts gibt's schon ewig, denn hier vor 65 Millionen Jahren, wenn wir dann zurückgehen, vor 4 Milliarden Jahren, vor 4,5 Milliarden Jahren gab es keinerlei DNS auf der Erde, also gab es noch gar nichts außer Steine und Vulkane und Gase und so weiter, aber nicht eine Spur eines Lebewesens. Ja, also nichts ist schon immer, alles hat sich evoluiert und da muss man immer an den Punkt zurückgehen, wann etwas begonnen hat, sonst versteht man nie, was da schiefläuft in der Welt. Ja, ja. So, ja, also letztendlich, und sie spricht auch, Ulrike Herrmann spricht auch immer wieder sozusagen davon, dass das Statistische Bundesamt wichtig ist, sie zitiert das und damit hat sie recht, denn das Statistische Bundesamt muss ja letztendlich, ja, wo ist es, das Statistische Bundesamt Wiesbaden muss ja letztendlich dann der Schirmherr sein, der Auswertung der anonymisierten und tausendfach datengeschützten Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten und Sterbedaten und so weiter und dieses Gewinnermittlungsprozesses sozusagen. Und dass sowas funktioniert, da hat sie natürlich recht, dass bei England diese Kriegsplanwirtschaft hat wunderbar funktioniert und Hitler war dadurch geschlagen, dass er England nicht erobern konnte, weil diese Kriegsplanwirtschaft funktionierte. Also wenn man etwas vernünftig macht, Planwirtschaft, es ist immer nur eine Frage, ob unfähige Tyrannen, pseudokommunistische, pseudosozialistische Tyrannen und Diktatoren eine Stümperei machen, dann gehen die Dinge natürlich schief. Frau Herrmann schildert ja auch, dass in Österreich auch eine gelungene Planwirtschaft funktionierte. Nur eben, wir müssen eben immer deutlich, und da hat sie recht, immer deutlich dazu sagen, wenn wir von echtem Kommunismus, echtem Sozialismus und echter Planwirtschaft sprechen, dann meinen wir praktisch genau das Gegenteil der von Tyrannen missgestalteten und Diktatoren missgestalteten pseudokommunistischen, pseudosozialistischen und pseudoplanwirtschaftlichen gescheiterten Experimente. Und da müssen wir uns immer deutlich von abgrenzen, ja? Und wir haben ja auch heute das Problem, dass unter den jungen Leuten auch wieder viele neue Tyrannen sind, die gerne Tyrannen werden wollten und gerne also Putschisten wären und Tyranneien aufbauen wollen und Diktaturen. Und da können natürlich Professoren nicht mitgehen, sondern das muss natürlich alles absolut friedlich und demokratisch geschehen. Ja,
Ja, also weiter geht's. Letztendlich ist Ulrike Herrmann also eine pseudowissenschaftliche Kreationistin, die über pseudowissenschaftliche Kreationisten der Volkswirtschafts-, also über sie schimpft über die Volkswirtschaftsprofessoren und damit schimpft eine pseudowissenschaftliche Kreationistin über pseudowissenschaftliche Kreationisten. Ja, und das, was soll das bringen? Das bringt auch nicht wie mehr. Und da ist mir dann der Professor Hans-Werner Sinn in vielerlei Hinsicht dann noch lieber, weil der doch in manchem doch wenigstens logisch denken kann. Ja, ja. Und sie empfiehlt dann wieder Kreationisten, nämlich die plurale Ökonomik. Und so drehen sich alle im Kreis, weil sie eins nicht anerkennen wollen, dass die Wahrheit ist, dass es sehr kluge Menschen gibt, mittelkluge Menschen gibt und weniger kluge Menschen und dass es eigentlich einem Journalisten anstehen würde, immer nur nach den Klügsten zu suchen, denn welche Lösungen sollen bitteschön von den dümmsten Menschen einer Gesellschaft kommen? Da wird nichts kommen. Aber da für Ulrike Herrmann offensichtlich und für Thilo Jung alle Menschen ja irgendwie gleich klug sind und jemand, der bekannt ist und also Hitler war auch bekannt, aber muss ich den interviewen, um die Frage zu stellen, wie die ideale Gesellschaftsform aussieht. Solch einen Idioten muss ich doch nicht interviewen. Ich muss immer auf die Suche gehen als Journalist nach, wo sind die Klügsten? Wo sind die herausragenden Denker, die was ganz Neues zu sagen haben? Und dann muss ich versuchen, das Neue zu verstehen, ob die vielleicht Recht haben oder Unrecht haben. Und dann muss es darüber eine kontroverse Diskussion geben, in der sich die wenigstens diese Klugen hier noch mit einschalten und dann muss geschaut werden, ob das Ganze mehrheitsfähig ist, weil sich ein Teil der Gesellschaft, die obersten 30% der Gesellschaft, wenigstens irgendwie überzeugen lassen von diesen superklugen Leuten. Aber genau das geschieht nicht, weil wie gesagt, alle antinaturwissenschaftlich sind, antiwahrheitsorientiert und wir in einer unwahren Denkweise alle verhaftet sind, sozusagen. So, Professor Hans-Werner Sinn ist also so ein Stück der Gegenpol hinter dem Ganzen, gegen das Ganze. Ja, seine Lösung ist ja eben auch immer die falsche, weil er will also quasi die CO2 bepreisen. Ja, und dadurch haben wir das Phänomen, dass wir wieder hinter jedem einzelnen Phänomen herrennen. Also wir würden dann also quasi, wir gucken, wir stellen fest, da gibt es also CO2 und das richtet Schäden an, das führt zur Erwärmung der Erde und das führt zu Umweltkatastrophen und so weiter und Naturkatastrophen und pusht die und so weiter. Und jetzt gehen wir da hinterher, dann jetzt kontrollieren wir hinterher, nachdem wir über viele Jahrzehnte alles kaputt gemacht haben sozusagen und alles planlos rausgestoßen haben und alles geplündert haben und alles verbrannt haben. Jetzt gehen wir hin und kontrollieren das und erheben einen Preis und so weiter. Ja, und was kommt als nächstes? Als nächstes gehen wir hin und untersuchen Plastik und wenn dann schon alle Leute krank sind und von Plastik verseucht sind, angeblich haben wir alle Riesenmengen an Plastik im Körper und so weiter und kontrollieren hinterher und setzen dann auch wieder irgendwo einen Preis und wie lange wollen wir das noch machen? Wir können einmal voranschreiten, wir können einfach einmal umdrehen und voranschreiten, weil nämlich wenn meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitsdaten und meine Langlebigkeit, meine gesunde, glückliche Langlebigkeit über alle Gewinne entscheidet, dann werden alle Wirtschaftstätigen alles tun, dass einfach meine gesamte Umwelt sauber ist, frei von Plastik ist, dass kein CO2 mehr ausgestoßen wird und so weiter, weil alle meine Wohlfühlnote wollen, weil sie dann viel noch etwas mehr verdienen und wenn meine Wohlfühlnote schlechter wird, nichts mehr verdienen sozusagen. Und das ist die Lösung. Das heißt, wir kontrollieren nicht mehr hinterher und laufen den ganzen Verdreckern, Verschmutzern und Plünderern hinterher und versuchen sozusagen deren Hintern abzuwischen und das wieder sauber zu machen und den Dreck, den sie hinterlassen haben und so weiter, sondern wir schreiten voran.
jeder Wirtschaftstreibende wird sich über, tausendmal überlegen, ob er eine neue Chemikalie noch, zum Beispiel ein Pflanzenschutzmittel, überhaupt noch entwickelt oder gar auch nur auf die Idee kommt, das noch jemals irgendwie in die Landwirtschaft einzuführen. Wenn er sich fragt, werden die Leute dadurch eine bessere Wohlfühlnote abgeben? Werden sie gesünder leben? Werden sie seltener krank werden? Und werden sie länger gesund leben dadurch? Und dann wird er sich sagen, nee, also wahrscheinlich werden die Leute dadurch vergiftet und kürzer leben. Also unterlasse ich diese Forschung schon von vornherein. Das heißt, wir werden von vornherein kein DDT mehr entwickeln und solche verrückten Sachen nicht mehr tun. Das ist die Umstellung, die es braucht. Ja? Und nicht, wie Professor Hans-Werner Sinn, jetzt quasi, wenn die langsam die weltweiten Mülleimer voll werden, jetzt langsam für jeden einzelnen Drecksstoff sozusagen eine neue Steuer einzuführen, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen alle Gewinne abhängig machen von den Wohlfühlnoten und den Gesundheitsdaten und den Sterbezeitpunkten und schon haben wir alle Probleme auf einmal gelöst. Ja? Und ja, dann, wie geht's weiter? Ja, also das Motto von Professor Sinn heißt kontrollieren, bepreisen, hinterherlaufen, anstatt vorab präventiv ideal planwirtschaftlich zu lenken. Ja, also das war es eigentlich. Ja, also ich fasse zusammen, verwirrte Geister, die alle in der Unwahrheit leben, die alle die naturwissenschaftlichen Wahrheiten leugnen, dass alles evolutionär verläuft, alles evolutionsbiologisch zu verstehen ist, denen es zu anstrengend ist, echte Wissenschaft zu studieren, die von nichts eine Ahnung haben, die verleugnen, dass alle Merkmale des Lebendigen sich normal, tendenziell normal verteilen und dass es selbstverständlich genauso wie es sehr kleine Menschen gibt als Erwachsene und 2,50 Meter große Basketballer gibt, genauso gibt es und sehr, sehr viele mittelgroße Menschen, genauso gibt es sehr kleine Gehirne als Erwachsene und sehr große Gehirne als Erwachsene, sehr, sehr wenig leistungsfähige, sehr hohe leistungsfähige und sind wir wieder beim Ausgangsbild. Wie wollte man sonst erklären, dass diese Lebewesen im Verhältnis zur Körpermasse deutlich größere Gehirne haben als diese Lebewesen, wenn es nicht ständig zu einem Evolutionsprozess kommen würde, der darüber entscheidet, ob ein Gehirn größer wird, kleiner wird, ob mehr Leistungsfähigkeit des Gehirns sich rechnet oder nicht. Und man sieht ja hier zum Beispiel alle Lebewesen, die keine Hände haben. Also hier dieses Mausartigen, die haben noch keine Hände. Aber hier fängt es schon an. Hier fängt es an schon, dass der Schwanz eine Greifhand wird, ja? Und schon mit dieser Greifhand rechnet sich ein größeres Gehirn, weil mit dem kann ich mich sicher im Baum bewegen und komme an die Früchte ran, wo die hier gar nicht rankommen, weil sie auf dem Baum immer von den Ästen runterfallen oder so, ja? Und genauso hier der Maulwurf, na gut, der kann sich durch die Erde wühlen, aber hier auch die Wanderratteartigen, sag ich mal, oder die Prähriehund- und Baumodelle, ja, da ist mit den Händen, naja gut, so ein bisschen ist da was mit den Pfötchen, aber jetzt kommen wir zu den Lebewesen, ja, wo es ganz deutlich wird, keine Hand. Nur den Mund. Der Mund ist das einzige Greiforgan sozusagen. Hier, der Schwanz kann nicht greifen, die Hufe können nicht greifen. Ja? Und hier, die Hufe können nicht greifen, die Hufe der Giraffe können nicht greifen. Ja? Und dadurch ist es klar, dadurch rechnet sich ein größeres Gehirn nicht, denn ich kann mit den Hufen nicht an der Welt rummanipulieren und noch mehr Ressourcen aus der Welt holen. Und deswegen haben alle, die sich Richtung Hufe evoluieren und also als einzige Greifhand den Mund haben, schon die Elefanten können wieder ein größeres Gehirn entwickeln, weil sie nämlich mit dem Rüssel nochmal eine extra, wirklich eine brauchbare Greifhand haben, außer ihrem Maul sozusagen. Und schon können die wieder ein größeres Gehirn ernähren, weil sie mit dem Rüssel wiederum Sachen machen können, die eine Giraffe nicht machen kann. Oder die hier so ein Okapi oder große, diese ganzen Gazellen und so weiter alle nicht können.
Ja, und aber was ist die Evolution des Menschen? Man sieht hier immer mehr Hände, immer mehr Greifschwänze, Hände und wir dann also mit aufrechtem Gang. Die Hände werden völlig frei von den Fortbewegungsanforderungen und dadurch können wir die Welt perfekt manipulieren. Und wenn wir die Welt perfekt manipulieren können, lohnt sich ein größeres Gehirn und die Evolution ging so weiter, dass immer die mit den größeren Gehirnen mehr Enkelkinder hinterlassen konnten, bis auf die traurige Tatsache, dass wir seit 40.000 Jahren schrumpfende Gehirne vorfinden, wenn diese Forscher recht haben, die das berichten. Ja? Aber im Prinzip war es bis dahin, hatten wir eine normale Evolution, bevor wir den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft erfanden, hatten wir eine normale Evolution. Und dort war es so, dass immer die mit dem größeren Gehirn bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der feinen Handmanipulationsfähigkeiten sozusagen konnten, also die immer mehr feingliedrige Hände hatten, konnten immer mehr manipulieren. Beispiel hier Schimpansen, die können Nüsse knacken mit Steinhämmern mit ihren Händen und so weiter. Dadurch können sie mehr Ressourcen gewinnen, dadurch rechnet sich ein größeres Gehirn und die mit den größeren Gehirnen können mehr Nachkommen hinterlassen, weil das größere Gehirn sie dazu anleitet, mit Steinhämmern sozusagen Nüsse erfolgreicher zu knacken. Dadurch haben sie zusätzliche Nahrungsquellen, zusätzliche Kalorien, zusätzliches Eiweiß und was auch immer. Und dadurch können sich sozusagen immer jeweils die mit dem größeren Gehirn fortsetzen. Und der Mensch, bei dem ist es nun mal so, dass die Hände optimal angepasst oder sehr gut, recht gut schon angepasst sind an das Manipulieren der Welt und die Füße sozusagen nichts mehr manipulieren im Normalfalle, sondern nur noch die sind spezialisiert auf die schnelle Fortbewegung und die sind spezialisiert die Hände auf die Manipulation der Umwelt zum Zwecke des Ressourcengewinnes und jedes Gehirn, das also wieder ein Stück größer war, also eine Variation im Genom, die dazu führte, dass ein Kind geboren wurde mit einem größeren Gehirn, führte dazu, dass eben neue Ideen entstanden, wie man die Umwelt mit den Händen manipulieren kann, sodass man daraus größere Ressourcengewinne beziehen kann. Und dadurch hat sich das dann quasi gerechnet, das Gehirn hat sich gelohnt, es kam zu mehr Nahrung und dadurch wurden mehr Enkelkinder hinterlassen. Und bis vor 400.000 Jahren war ja die Evolution auch normal und dann wurde alles verrückt, weil wir, ohne es verstehen zu können, den Tauschhandel erfunden haben und nicht begriffen, was wir damit angerichtet haben. Dadurch haben wir nämlich quasi den Beginn der sozialen Marktwirtschaften und des Kapitalismus generiert und dadurch ging dann alles schief, bis dahin, dass wir sogar dabei sind, unsere Gehirnevolution umzukehren, dass wir jetzt irgendwie Prozesse haben, dass wir angeblich in den letzten 40.000 Jahren schon wieder 150 Milliliter Gehirnvolumen verloren haben, also dümmer geworden sind. Also das heißt im Moment, weil es solche Leute gibt wie Ulrike Herrmann, all diese unfähigen und verwirrten Geister, ja, antiwissenschaftlichen, antinaturwissenschaftlichen, weht ein regelrechter Selektionswind in Richtung wieder Verkleinerung der Gehirne. Ja? Und das habe ich ja geschildert, wie gefährlich das ist und dass das wieder zu Massenkriegen führen kann und zu allen anderen Dummheitserscheinungen wieder massenhaft führen kann. Also ja. Gut, also so viel zu den verwirrten Geistern von gestern. Ne? Alles klar, bis dann. Tschüssi.